rund ums Korn. Technik von Horn. Qualität ist kein Zufall. Jedes Dinkelschäl- und Veredelungscenter DVC 2 wird mit höchster Sorgfalt aus hochwertigem Material und Zulieferteilen hergestellt und montiert. Doch erst nach der abschließenden Qualitätskontrolle geben wir das Gerät zur Auslieferung frei. Sie beginnt mit einer gründlichen Sichtkontrolle aller Komponenten, Verbindungen und Anschlüsse. Und auch die Betriebsgeräusche müssen unauffällig sein. Erst dann wird jedes DVC-2 in unser Technikum gebracht. Im Technikum wird das DVC-2 wie im realen Betrieb aufgebaut, ausgerichtet und angeschlossen. Inklusive Sicherheitsverkleidung. Beim Einschalten des Schwingsiebs wird erkennbar, ob die Maschine richtig ausgerichtet ist oder eventuell nachjustiert werden muss. Nach der Einzelprüfung der Motoren und dem Befüllen der Maschine folgt der Probelauf im Automatikbetrieb. Circa eine Minute muss sich der Dinkelschäler einarbeiten. Dann wird gemessen, wie viel Reinware diese Maschine im Durchschnitt pro Stunde schält. Nach dem Automatikbetrieb, der auch für unsere Kunden die bequemste Lösung ist, wird im manuellen Betrieb die Belastbarkeit des DVC-2 getestet. Unser Produktionsleiter oder ein Meister überwachen die Qualitätskontrolle. In jedem DVC-2 stecken Jahrzehnte an Erfahrung im Maschinenbau und der Verarbeitung von Getreiden. Und nur mit dieser Erfahrung ist eine Beurteilung der Qualität möglich. Die Drehzahl des Schwingsiebs oder die Zuführung über die Dosierschnecke werden über die Werte des Regelbetriebs gefahren. Nun würden sich Fehler in den Komponenten oder bei der Montage schnell zeigen. Nur ein erfahrener Bediener sollte diese Übersteuerung der einzelnen Parameter vornehmen. Dabei wird auch die Notausschaltung getestet, die bei Überschreiten der maximalen Stromaufnahme eingreift. Nachdem auch der Notaustaster zuverlässig funktioniert, kann das Dinkelveredelungscenter weltweit ausgeliefert werden. Ein schönes schnuckeliges Ding. Rund ums Korn. Technik von Horn.